Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Kontakt. Kontakt ist ein Spiel aus dem Hause NSV, Signale aus dem Weltall von Steffen Bendorf. Es ist ein kooperatives Spiel für 2 bis 5 Spieler, geht ca. 20 Minuten, ist ab 8 Jahre. Und im Einsteigerspiel, was wir euch jetzt zeigen, ist das relativ einfach. Deswegen gibt es auch Profi-Variante, wo noch weitere Asteroiden hinzukommen. Ihr könnt Hinweiskarten dann nehmen, also das Ganze durchaus variabel gestaltet. Wir suchen Kontakt in dem Fall, neues Leben oder Leben und verfolgen natürlich hier eine Spur. Der Mechanismus ist ganz ungewöhnlich, richtig cool gemacht, aber erst einmal zum Aufbau. Und wir haben jetzt einfach mal das ausgelegt. Wir haben also hier unser Raumschiff und starten auf der Erde. Diese Plättchen, A bis, was ist der Buchstabe, bis R, glaube ich, R, genau. Die werden einfach beliebig ausgelegt. Welche Länge etwa? 40. 40 mal 40. Ihr könnt es auch kleiner machen. Aber dann wird es schwieriger. Ihr könnt es auch größer machen. Dann wird es cooler oder ungewöhnlich. Also etwa 40 mal 40. Ihr merkt, dadurch könnt ihr den Schwierigkeitsgrad nämlich auch anpassen. Ich habe das wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ecken. Das haben wir damit abgemessen. Und wir wollen natürlich Punkte haben. Signalkarten. Am besten jede Karte. Und zwar jede, weil dafür gibt es richtig viele Punkte. Ja, jetzt mache ich es wieder zusammen. Blödsinn macht der Papa wieder. Und nee, diese Karten werden gemischt. Ich mische die jetzt. Ja, du mischst lieber mal. So, und jetzt ist es ja so, man spielt das gemeinsam. Zu zweit recht einfach, weil einmal bin ich die Quelle, einmal ist der Elias die Quelle. Ich würde sagen, ich fange an. Nö. Willst du machen? Yes, okay. Dann haben wir jetzt hier übrigens noch so Treibstoff. Falls wir Fehler machen, muss man Treibstoff abgeben. Also wir haben nur 6 Fehler, dann sind wir raus. Wir können auch mit einem Treibstoff oder 2 spielen. Ja, jetzt merken die Zuschauer, der Schwierigkeitsgrad lässt sich echt anpassen. Aber jetzt fangen wir mal an, Elias. So, jetzt machen wir als 1. Wir nehmen erstmal 2 Karten. Schwierigkeitsgrad Mittel, das heißt 2 Karten. B müssen wir umdrehen und Q müssen wir umdrehen. Also so. Hier... Q. B. Und wo ist das B? Da hinten. So. Ah, da musst du hinfliegen. Nicht ganz. Jetzt wird nämlich noch eine Karte umgedreht. Ja, jetzt wird das diese... Danke, Elias. 6. Es geht um 6 Punkte. Jetzt wird der Elias eine Karte ziehen. Und jetzt wird er... genau. Und jetzt geht es darum... Man muss nicht auf eingehen. Man kann auch so machen. Wenn ich jetzt dahin muss... Moment, Elias, du bist schon dann so weit. Dann bin ich automatisch. Du bist schon einen Schritt zu weit. Darf der Elias ich mischt. Erklären? Ja, du darfst gleich. Der Elias mischt. Zieht dann eine Karte. Die bekomme ich nicht zu sehen. Und da fliegt er hin. Und zwar, er darf nicht, wenn er zum Beispiel zu L müsste, als Beispiel, dann darf er nicht direkt zu L fliegen. Er muss also andere Planeten ansteuern. Aber wie fliegt er denn? Aber wenn ich automatisch hinkomme, darf ich. Genau, wenn du jetzt hier hinkommst. Also, dann muss ich so machen. Weil ich denke dann im Kopf... Was machst denn du mit deiner Hand? Die Zuschauer wissen das noch gar nicht. Wenn ich so bin, dann bleibe ich stehen. Dann bin ich noch hier. Aber wenn ich so... Du setzt zum Flug an und dann gehst du immer noch runter. Also, wenn ich jetzt so um muss, dann mache ich... Hier bin ich. Es dauert richtig lang. Okay, das war ein schneller Flug. Das weiß jeder. Meinst du, Papa weiß das? Ja, natürlich. Ja. Wenn du aber hier hin musst... Dann mache ich... Das war schon automatisch. Warum denn? Weil ich kann nicht automatisch hier ist ein Planet. Da muss ich wieder landen, wieder abfliegen und ich wieder landen. Du hättest aber auch hier rüber gehen können, oder? Das wäre auch gegangen. Ja, das dann wäre es ein langer Flug und dann nochmal ein kurzer Flug. Ihr merkt, es ist ein Mechanismus, der durchaus passt zu vielen Spielen, auch von NSV, wobei die machen mittlerweile eine riesen Auswahl. Aber jetzt muss der Papa mal zuhören. Du. Bereit? Ja. Nochmal? Ja. Okay, also, ihr merkt, selbst der Papa muss überlegen, oh je, jetzt blamier das sich gleich wieder. Ich tippe mal nicht, dass es ein kurzer Flug war. Ich tippe mal, dass der Elias hier hin will, zu dem Planeten Q. Yes, und wir haben in dem Fall das Ganze geschafft. Leicht, das kann es nicht sein. Der wäre viel kürzer gewesen. Bleibt nur noch eins übrig. Und da fliegen wir jetzt auch hin. Das heißt, unsere Rakete fliegt hier hin. So, jetzt machen wir das Ganze noch ein Beispiel. Also es gibt etliche Spielmöglichkeiten, wie man hier agieren kann in dem Fall. Du musst es noch aufmachen. Ja, das wäre ja noch toll. Ich muss es auch sehen. R. Wir können auch so verdeckt spielen. Wir haben schon alles Mögliche probiert im Spiel. So, R. Okay. So.
Und jetzt muss ich die mischen. Wir zeigen euch einfach nur eine Runde. Kann man Runde. Auch jetzt, wenn man dahin will, einfach mal dahin fliegen und alles. Ja, das hast du ja gerade erklärt. Genau. Aber eigentlich kann man auch direkt dahin. Kann man auch. Ja, genau. So, jetzt müssen wir schauen, wo der Papa hinfliegt. Moment. Welche stehen zur Auswahl? Der und der. Der ist nicht. Nee, jetzt muss der Papa schauen mal. Okay, also. Nochmal von vorne. Das ist schwierig. Warum ist das schwierig? Weil es können die zwei sein. Nochmal? Nochmal von vorne. Warte. Nochmal. Und hab geraten. Super. Das, so funktioniert das ganze Spiel. Das etliche Varianten mit Asteroiden noch dabei, um das Ganze cooler zu gestalten. Aber ich glaube, je nachdem machen wir einen kleinen Schnitt und wir gehen dann auch zum Fazit. Also wir sehen uns gleich wieder. Das war Contact, ein Spiel, ein sehr ungewöhnliches Spiel, wo man auch mal gern die Karten fallen lässt auf den Boden. Nein, Quatsch. Papa hat wieder nur Unsinn. Ich glaube, heute habe ich nur Unsinn im Kopf. So, also ja, ein Spiel, wo man durchaus auf Kosten kommt. Ich frage dich mal als erstes, wie gefällt dir denn das? Fang du mal an. Soll ich mal anfangen? Okay. So, er schiebt den Ball gleich wieder rüber. Warum sage ich das? Weil viele Zuschauer sagen immer, frag erst den Elias. Die Erwachsenen sagen das immer ganz anders. Er babbelt mir quasi nicht nach. Er hat schon seine eigene Meinung, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also haben wir gar kein Problem mehr. Also es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel. Wobei, wenn ich sage, nach den Standardregeln ist recht einfach. Hängt davon ab, auch wie die Planeten sitzen. Ihr solltet auf jeden Fall das Schwierigkeitsgrad dann erhöhen. Je nachdem auch das ein bisschen kürzen. Und dann kommt ihr durchaus auf eure Kosten. Hängt davon ab, ob ihr Familienspieler seid und sagt, wow, das ist recht cool gemacht hier. In dem Fall, Moment, gleich, du bist wieder so schnell. Dann kommt ihr durchaus auf eure Kosten und habt ihr auch Spaß. Also schreibt das Spiel ab, wenn ihr sagt, das haben wir ja geschafft in einer Runde. Und bei dir? Ich finde das richtig cool. Was ist das Tolle an dem Spiel? Dass man denken muss. Was der Papa macht, das gar nicht so schwer ist, oder? Ja. Doch, ist schwer, was der Papa denkt. Ist immer komisch. Ich mache einmal Hut. Zwei Flüge brauche ich für das. Für das ist nur so. Okay. Und dann weiß er nicht, was es sein soll. Wer? Du. Ich, okay, nein. Ihr merkt, wir sind auf unsere Kosten gekommen, aber Schwierigkeitsgrad solltet ihr ein bisschen anpassen. Man muss sich einiges merken, dann in dem Fall, die Mama kam, glaube ich, gar nicht so mit klar, meine ich. Ah, ich glaube, die fand es nicht so. Die fand seltsam, was man da machen muss mit der Hand. Ist aber einfach mal was anderes. Ihr sucht ja durchaus mal andere Mechanismen. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist es jetzt für mich schon leichter. Ja, und deswegen nimmt man da auch die Meteoriten dazu oder man senkt den Schwierigkeitsgrad. Also ihr habt hier einige Möglichkeiten. Wenn euch das Spiel gefällt, je nachdem ist es im Handel oder kommt noch in den Handel, also wir haben ja das recht neu dann, wir haben es jetzt schon ein paar Wochen auf jeden Fall da, dann nutzt gerne die Links unten in der Beschreibung. Macht das bitte, weil da könnt ihr uns unterstützen. Ja. Und ihr zahlt da auch nicht mehr, aber ihr unterstützt uns, gibt weitere Unterstützungsmöglichkeiten. Ich wiederhole mich da jedes Mal, aber ist wichtig, dass wir auch auf eure Unterstützung dann bauen können, was die Zukunft dann angeht. Das wäre nämlich super. Ist egal, ob es Spiele oder andere Produkte sind. Ihr zahlt nicht mehr, nutzt einfach die Links, wenn was unklar ist. Ja. Wir haben das Ganze übrigens immer verlinkt auf sozialen Netzwerken. Es ist nicht bei jedem Video immer Kommentar möglich, klar. Kinder im Video etc. kindgerechte Darstellung ist ein leidiges Thema. Will jetzt groß gar nicht drauf eingehen. Aber da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. Ansonsten, wenn ihr noch kein Abo habt, drückt einfach mal drauf. Das wäre super, wenn ihr das auch weiterhin macht. Alle neuen Abonnenten auch herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit unseren Spielen. Gibt eine große Auswahl. Jetzt sage ich aber tschüss, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.